Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Kiwis Strickgelüste. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, eventuell durch Zufall. Dann bleib dran, hier handelt es sich ums strickige, wollige Thema. Ich zeige, was ich so in der letzten Woche alles gewerkelt habe, was ich auf den Nadeln habe. Oder dich hat die Glocke erinnert und ja. Eigentlich meine treuen Zuschauer wissen ja immer, Freitagnachmittag, außer die Technik spinnt mal wieder, dann wird es ein bisschen später, gibt es von mir ein Video. Ich bin die Kiwi und mach's dir bequem. Nimm dir dein Strickzeug oder dein Häkelzeug, Spinnzeug, was auch immer du gerade werkelst und leiste mir doch einfach Gesellschaft. Ich habe mir wieder mal, ja, obligatorischen Kaffee gemacht und heute soll es darum gehen, ich habe ein fertiges UFO, sprich ich war fleißig. Dann habe ich ja, 1, 2, 3, 5 kleine fertige Projekte. Dann wollte ich euch zeigen, was ich angeschlagen habe an Halloween und noch ein paar Färbungen. Und letzte Woche leider zu spät kam die Zeitschrift Zenitta und die wollte ich euch gerne noch mal so ein bisschen vorstellen. Ja, das ist so der Fahrplan für diese Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem, wie wir hier das Ding rocken. Falls ihr euch wundert, was ich anhabe, einen ganz einfachen Poncho, der so zum Drüberschmeißen ist, sprich zwei Rechtecke. Ich kann ja mal kurz in die Kamera halten. Die werden ja bloß so zusammen genäht. Das ist dieses gute Stück. Ich weiß auch gar nicht, welches Muster das ist. Ich habe das vor bestimmt schon 4, 5 Jahren mal gestrickt und ja, leistet mir gute Dienste und man kann ihn so tragen, dass das Dreieck nach vorne ist. Man kann es aber auch ein bisschen drehen, dann hat man hier mehr über den Armen. Brauche ich jetzt aber nicht, weil ich brauche ein bisschen Freiheit. Und ja, also wie gesagt, in einer bestimmt uralt Folge oder ich habe damals noch keine Videos gemacht, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber falls du da mal irgendwie Fragen hast, dann schreib mir gerne. Und ich, wie gesagt, lese ja eure Kommentare immer, verteile Herzchen, versuche auch ab und zu mal zu antworten. Und wenn irgendwas Wichtiges ist, dann schreibt ihr mir eine Mail. So, also mein, okay, keine Fäden und noch keine Knöpfe. Aber ich habe den 3 in 1 fertig. Und ich muss sagen, ja, mit dem Halsausschnitt bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Ich meine, wenn ich den, ich könnte ihn ja mal anziehen, dann mache ich eine kurze Pause. Auf die Idee hätte ich auch früher kommen können. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Also, es wurde gesagt, locker abketten. Ich habe locker und elastisch abgekettet. Gefällt mir gar nicht. Also hier oben den Kragen mache ich noch mal auf und kette den ganz normal ab. Das ist mir zu locker. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, habe ich jetzt hier mit Maschenmarkierern einfach mal so zugemacht. Da kommen ja dann noch Knöpfe ran. Ich werde das auch so zunähen und werde die Knöpfe nur als optisches Muster oder als Accessoire machen, weil ich ziehe die eh nicht an. So, das ist ja jetzt im Moment noch so meine Lösung. Ich weiß noch nicht, mache ich noch was ran oder nicht. Ja, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Von der Länge her traue ich mich nicht auf den Sessel, hält er nicht. Ich packe das mal zur Seite und versuche mal einfach auf den Sessel
Nicht, dass ich euch jetzt hier wieder rumroppe. Achtung! So, jetzt seht ihr auch die Ärmellänge. Und ja, er wird ja dann noch gebadet. Er ist sehr lang, wie ich finde. Also dicke über den Popo. Aber ansonsten, wie gesagt, gefällt er mir ganz gut. Er hätte ein bisschen mehr boxy sein können, aber vielleicht gibt sich das noch vom Waschen. Achtung, Kinder, ich komme wieder runter. Upsalalala, da bin ich wieder. So, genau. Oh, jetzt habt ihr den mal gesehen. Und das ist ja ganz normale Sockenwolle. Und ja, im Moment habe ich das Dreiviertel T-Shirt. Das geht auch bloß bis hierher. Drunter trägt sich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, hier unten muss ich noch vernähen. Das muss ich noch und die Fäden. Und dann, so, jetzt sind wir wieder. Aber egal. Dann, wie gesagt, noch ein paar Knöpfe finden, die so passend sind. Ich dachte so an, na ruhig was, vielleicht einen roten und so in der Farbe. Und dann mache ich hier einfach so. Aber guckt mal, wie gesagt, elastisch abgekettet. Obwohl, ich bin hier oben, den habe ich ja mit einer Vierer gestrickt und hier habe ich mit einer Dreieinhalber gestrickt. Das Bündchen ist mir zu elastisch abgekettet. Wenn ich das jetzt fest abgekettet hätte, wie ich es normal abkette, dann nehme ich mal an, wäre das perfekt. So, und da wir ja, ich drücke jetzt nicht nochmal auf Pause, wir sind ja hier unter uns. Ich habe ja was drunter, da habe ich vorhin gar nicht dran gedacht. Und dann schmeiße ich mir einfach mein Poncho wieder über. Jetzt muss ich bloß gucken, was ist innen, außen. Innen sind da, wo die ganzen Knoten sind, weil das ja alles so ein, ich glaube, waren immer 50 Gramm Knäule oder so. Keine Ahnung. Ist, wie gesagt, schon etwas länger her, aber super. Also werde ich hier oben, ihr seht ja, wie er sich kruschelt, werde ich den nochmal aufmachen und werde den nochmal nicht elastisch abketten. Ja, das kommt davon, wenn man sich da nach der Anleitung hält. Ansonsten auch von hinten sieht er sehr gut aus mit diesen angedeuteten Biesen und dann so die Farbe. Und wie gesagt, ich bin mir da noch nicht schlüssig, ob ich jetzt hier wirklich noch Farbe ranmache, also nochmal so einen Abschluss mit Grau und es so andeute, dass hier sozusagen hier eine rausgucken würde, eine Wurst. Ich habe da ja ein paar Tipps gekriegt, aber alle, so habe ich mir das eigentlich für den Abschluss des Ärmels gedacht, dass ich hier nochmal so eine Wurst ranbammle und hier nochmal auch so eine Wurst ranbammle, dass das sozusagen eigentlich so der Abschluss vom Ärmel ist, wenn man den dann so anhat. Und ich glaube, das bastel ich mir auch ran. Aber ansonsten, wie gesagt, mehr nicht, weil ich wollte ihn nicht langärmlich haben. Ich mache da das so und dann, also wie gesagt, das war ja mein allererster Raglan von unten. Sonst habe ich ja immer nur Raglan von oben gestrickt. Die Anleitung habe ich jetzt leider nicht hier. Die liegt unten. Aber ihr wisst ja, der 3 in 1 von Rosa P., glaube ich, ist der. Ich weiß es nicht. Ich schreibe euch das wieder hin. Oder ihr guckt in die letzte Folge. Da habe ich ihn ja auch schon gehabt. Das wäre nämlich das. Und dann komme ich, ich will auch nicht zu doll durchrauschen. Fäden sind vernäht, aber noch nicht abgeschnitten, weil wieder mal die Schere, die ist drüben und nicht hier. Naja, so ist das. Ich habe doch gesagt, aus meinem ersten mit dem Spinnrad versponnenen Garn habe ich einen Kaul. Ich setze ihn mal auf. So, der reicht mir voll
Und ich habe frei Schnauze, mal nur zwei Reihen, mal drei Reihen, linke Runden sozusagen und ansonsten glatt rechts. Hiervon habe ich angefangen und dann habe ich immer mal verteilt ein paar Maschen zugenommen. So, und der Clou ist, es war immer noch Garn übrig, hätte ich gar nicht gedacht. Ach Mensch, ey, jetzt habe ich mich so abgequält. Aber wurscht. Es ist sogar noch in dem gleichen Stil ein Stirnband draus geworden. So, okay, dann mache ich mal die Brille ab. Und dann schön breit bin ich für meinen Weihnachtsmarktstand draußen mit handgesponnener Wolle. Da ist ja, wie gesagt, BFL und Seide drinne und dann ist, glaube ich, noch irgendwas mit Merino und Nylon oder ich habe keine Ahnung. Es sind ja zwei verschiedene Stränge gewesen oder Kammzüge, die ich versponnen habe und miteinander verzwirnt habe. Aber mir gefällt der wirklich wahnsinnig gut. Und da ich das letzte Mal schon gesagt habe, passt das ganz prima. Natürlich sind die Handstulpen auch fertig. Da sind die Fäden aber noch nicht vernäht. Ich habe mir aus meiner, und das ist ja so ein Sockenkammzug, also das Poly mit drinne oder Nylon, wie man so schön sagt, und Merino-Wolle. Und farblich finde ich, passt das super zusammen. Kann ich gut nehmen. Und ich habe echt gestaunt. Ich hatte ja zweimal so knapp 35 Gramm. Dann habe ich noch ein bisschen was drüben, was ich noch verzwirren muss. Und ich habe jetzt insgesamt knapp 40 Gramm habe ich noch übrig. Also ich könnte mir noch mal zwei machen, aber ich werde dieses Garn schön wegpacken und dann wandert das nachher irgendwann mal in ein anderes passendes Projekt, wo ich was aus handgesponnener Wolle verstricke. So, dann kommt erstmal der Kaul ab, aber ich finde den wunderschön und auch wie gesagt, das Stirnband mit diesem Muster, was ich hier so habe, habe ich einfach alles Pi mal Daumen mal Fensterkreuz. Also sprich freie Schnauze. Ja, ich könnte das zum Beispiel noch ranpappen, dann wäre der Kaul noch länger, so wäre er, aber das war mir zu lang. Ich habe gedacht, das reicht voll und ganz von der Länge her. Machst du dir noch ein passendes Stirnband. Und ja, die Wolle ist aufgebraucht. Das ist ja auch die, die ein bisschen dicker ist. Die habe ich mit einer Vierer. Entweder dreieinhalb oder einer Vierernadel ja gestrickt. Und die habe ich gestrickt mit einer 3,0. Also da, und das ist ja zweifach verzwirnt. Und das ist wirklich vom Maschenbild her super. Also es ist ungefähr ein kleines, also zwischen sechsfach Sockenwolle und vierfach Sockenwolle ist wirklich rausgekommen. Ich hätte die auch mit einer zweieinhalber stricken können, dann wären sie noch ein bisschen dichter geworden. Ich habe sie jetzt mit einer, wie gesagt, Dreiernadelstärke gestrickt. Aber das Maschenbild finde ich ist eigentlich optimal. Und wie gesagt, mein Set, was ich dann auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe hier jetzt dann drei Stück. Ersten, zweiten und dritten Advent. Vierten darf ich dann zu Hause sein. Ja, hat sich so ergeben. Meine Stände und da werde ich dann schön warm eingepackt, falls es kalt wird. Man weiß es ja nicht. So, nochmal. Das ist das Dicke und das ist das Feine. Ja, bin ich ganz stolz drauf. Jetzt nehme ich mal einen Schluck Kaffee. Ach, da unten ist die Brille, die brauche ich aber jetzt im Moment noch nicht. Die kann ich mir dann nehmen, wenn ich euch die Zeitung vorstelle. So, dann habe ich noch ein paar Handstulpen natürlich gestrickt. Und zwar hatte ich ja mal gesagt, ich habe ja im Stash noch so viel
Mohairgarn schwarzes. Und ich hatte ja diese Einhornwolle, die, glaube ich, von Kick war oder von Teddy, keine Ahnung. Ich blende ja eh wieder ein, Dauerwerbesendung. Da habe ich damals mir ein Tuch gestrickt, weil ich nicht wusste, weil das so ein dünnes Garn ist und hatte das ja mit dem Häkelgarn zusammen verstrickt. Und diesmal habe ich das Garn genommen und habe, ich werde es mal so zeigen, dass ihr seht, es sind zwei Daumen. Und ich finde, die sehen richtig toll aus und die machen auch schön bling bling und sind echt schön kuschelig. Und da habe ich natürlich auch wieder so eine Mittens gestrickt. Und dann habe ich noch, also ich hatte ja so ein, ich glaube, 25 Gramm sind da immer drauf. Banderole habe ich jetzt nicht hier. Eventuell schreibe ich es noch rein. Oder ihr guckt in dem anderen Video, da habe ich die ja schon mal gezeigt, die Wolle. Und dann habe ich mal mich dran gewagt und habe gedacht, rechnest ein bisschen runter. Und dann habe ich ein paar Kinder mittens auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht so, ich nehme mal an, so für Kindergarten. Also hier habe ich, glaube ich, 20 Maschen. Und hier bei den Mitten sind es ja diese 32. Na ja, jetzt ist es schwarz. Aber ich glaube, man kann sehen, das Stück hier fast zwei Finger breit ist übrig. Also die sind wirklich kleiner. Und da habe ich dann auch ganz normale Mittens mit Daumenkeil. Und ja, da hat mir dann das eine, also das 25 Gramm Knäuel nicht gereicht. Da musste ich dann ein zweites anfangen. Ich dachte, ich komme hin, aber ich bin, wie gesagt, nicht hingekommen. Also ich kriege aus 25 Gramm Mohair als Beilaufgarn keine zwei, eine große und ein kleines hin, sondern ich musste noch ein bisschen was von dem anderen Knäuel nehmen. Aber das macht nichts. Ich stricke ja sowieso noch ein paar. Ich habe noch so ein paar Sockenwollreste und alles. Und dann Mohair, wie gesagt, habe ich auch noch in anderen Farben. Und da, weil die sind wirklich immer so schön kuschelig. Als hier sind auch die Fäden vernäht, aber noch nicht abgeschnitten. Aber die so eine Handstulpen haben wir ja jetzt zu Genüge schon gezeigt in der Kamera. Und die sind wirklich ratzfatz. Also einen Tag und die waren fertig. Und ich sitze nicht nur und stricke, falls das jetzt einer denkt, Mensch, wie viel und was macht sie? Ich stehe früh auf. Der andere pennt noch 2 Stunden. In den 2 Stunden schmeiße ich die Waschmaschine an oder den Geschirrspüler, mache Ordnung, setze mich hin, gucke einen Podcast und stricke schon mal. Dann gehe ich ja arbeiten, ganz normal von, sagen wir mal, 8:30, 9 bis Nachmittag um 3. Wenn viel zu tun ist, bin ich auch erst um 4, 4:30, 5 zu Hause, je nachdem. Ich kann mir das ja selber einteilen und dann sitze ich halt, Haushalt ist gemacht. Man sitzt auf der Couch und ich stricke beim Fernsehgucken und dann hast du noch so mindestens 3, 4 Stunden, ehe du ins Bett gehst. Ja, da schaffst du schon was. Also wenn du am Tag so 6 Stunden Strickzeit hast, obwohl ich trotzdem Garten, jetzt gerade wo das Laub immer runterkommt, da mein Mann ja ganz normal arbeiten geht und ich ja nun, wie gesagt, seit Anfang des Jahres selbst und ständig bin, habe ich gesagt, wenn du nach Hause kommst, da brauchst du nicht, das mache ich alles mit. Also ich, wie gesagt, mache im Haushalt, mache draußen nur Laub und sowas, also so in den Beeten rumkratzen und sowas, das ist nicht meins. Also ich bin nicht so der Gartenfred, aber die Arbeit mit dem Laub wegharken und so weiter, das war das dann bloß zum Entsorgen bringen, das mache ich schon. Aber man hat dann halt trotzdem so seine Strickzeit.
Und ja, der eine sagt, ich bin ein Schnellstricker, der andere sagt, ich stricke nun mal halt für mein Leben gern. Und wenn ich jetzt das Spinnrad zu Hause haben dürfte, habe ich ja drüben, dann würde ich auch abends nicht stricken, dann würde ich wahrscheinlich auch mal abends sitzen vorm Fernseher und spinnen. Aber da hat mein Mann was dagegen. Also das mache ich dann nur, wenn ich drüben bin. Genau. So. Ich will mich da jetzt auch nicht rechtfertigen, aber es macht mir halt Spaß und jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich ohne Strickzeug selten irgendwo anzutreffen bin. So, als nächstes würde ich euch ein paar Färbungen zeigen, die ich die Woche gemacht habe. Und da ist noch was bei. Also ich habe jetzt noch. Nee, ich habe ja noch. Hier, Kinder, ich habe ja noch was Gestricktes. Und zwar habe ich an Halloween natürlich auch angestrickt. Ich mache mal jetzt die Brille hier oben hin. Und das ist ja jetzt die Färbung von mir, die Halloween-Färbung. Das war dieses Knäuel mit Orange, Braun, Grau. Und dann gab es ja so ein Mini dazu in Grün. Und da habe ich jetzt sozusagen Bündchen und so. Und die stricke ich mit einer 2,25. Warum auch immer, habe ich halt so gegriffen. Und eine Socke ist fertig. Hier ist ein schönes Loch. Aber warum? Weil ich nicht die Bumerang-Ferse hier rüber gemacht habe. Deshalb wird das nachher noch zugezogen. Und dann, ich habe dann, als ich die Hälfte von der Bumerang-Ferse hatte, weil ich die ja nun mal in der Farbe machen wollte, habe ich ganz normal ohne Zwischenrunden gestrickt und die passt mir auch sehr gut. Das ist eine 39 und das ist die Halloween-Färbung, die Nummer, ich glaube, das war die 1, die 2 ist auf Glitzer und dann gab es noch mal die 3 mit so einem lila Move-Ton und auch so mit Grau-Blau und die gab es auch als Glitzer und ohne Glitzer und so sieht sie wie gesagt verstrickt aus und ganz normale Stinus oben, ein, zwei rechts verschränkt, zwei links Bündchen und dann wie gesagt mit den Schaft ein kleines bisschen länger diesmal, weil ich weiß ja sowieso, dass die Wolle reicht, ich will nicht wieder ein halbes Knäuel übrig haben. Dann die Bumerang-Ferse, meine Bändchenspitze. Genau. Und da habe ich den, also die habe ich am 31. an Halloween sozusagen angestrickt. Und der ist gestern fertig geworden und gestern Abend. Und dann habe ich den zweiten gestern Abend auch noch angestrickt. Ja, wie gesagt, so nebenbei beim Fernsehgucken. Das ist so ein mindless, Projekt, da brauche ich nicht überlegen, da brauche ich auch kaum hingucken, strickt sich halt so weg. Das war die Halloween-Färbung von 2022. Ein paar Stränge sind wie gesagt noch drin und sie sind auch reduziert, weil Halloween ist ja jetzt vorbei. Und dann, das ist jetzt die Überleitung. Jetzt kommen wir zu den anderen Färbungen, die ich im Shop habe und ich habe jetzt mal wieder ein bisschen sechsfach Sockenwolle, weil wie gesagt man ja jetzt auch gerne ein bisschen wärmere Socken strickt oder eben halt die kann man auch für eine Mütze nehmen oder so und da habe ich mal so eine richtig schöne Bem-Farbe. Das ist so richtig schön Indian Summer mäßig, da ist alles drin, da ist wie gesagt so ein dunkles Lila, ein richtig schönes Orange und ein bisschen ein helleres. Also so ein richtiger schöner Indian Summer Strang, wie ich ihn ja auch im letzten Jahr hatte. Ich glaube, Indian Summer habe ich immer so in der Herbstzeit als Strang drin. Dann habe ich mal ein bisschen was Herbstliches, aber eben halt ein bisschen dezenter, wer es nicht so bemmen mag. Auch auf der Sechsfach Sockenwolle, die hat
150 Gramm haben, glaube ich, 400 Meter. Also es ist so 260, 266 bis 200. Könnt ihr euch im Dreisatz ausrechnen? Ich glaube, 266 Meter auf 100 Gramm und ja, reicht auf alle Fälle für ein paar Socken oder für eine schöne Mütze. Und das wäre jetzt dieser schöne Strang. Das ist eben halt bei uns so das Laub. Hier hast du ein bisschen Orange mit bei und dann eben halt das Grün, was jetzt schon verbleicht, verblichen ist. Ein paar Blätter sind ja noch so. Also das wäre dieser Strang. Ich mache da heute auch nachher noch Fotos. Und ja, dann habe ich so ein Grün. Das ist aber eher so ein Pfefferminz, so ein Mintgrün, so ein Strang, sechsfach Sockenwolle. Ja. Und einen richtig schönen dunkelrot, der ist, ja, die kann man zum Beispiel auch beide gut irgendwo miteinander paaren. Also der Farbton, der gefällt mir so, wie er jetzt bei euch rüberkommt, so ist er auch so ein richtiges, schönes, kräftiges Rot mit natürlich, weil ist ja semisolid. Hast auch mal ein paar hellere Stellen mit bei. Also die Wolle, da bin ich am Überlegen, da werde ich wahrscheinlich auch eine Mütze oder so stricken. Und dann habe ich noch etliche Farben gefärbt, die Softsock und auch Merino Seide. Und da fangen wir mal gleich knallig an und arbeiten uns dann durch. Das ist einmal, wer sowas gerne mag auf der Softsock, das ist so ein richtig, so wie es jetzt bei euch ist, ist es wirklich. Also ist wirklich echt 1:1. Und ich habe auch noch, und der kommt genauso auch, also den finde ich auch wahnsinnig toll. Und die beiden so zusammen finde ich ja genial. Die könnte ich mir aber auch gut vorstellen, wenn man die jetzt noch mal mit was Grauem und dann das noch als Set oder so. Also ich will die jetzt nicht als Set. Ich habe ja einige Sets für Tücher, Vierer-Sets drinne. Ich glaube, 5 Stück sind jetzt drin, 5 Sets. Da sind dann bei ein, zweien sind schon etliche weg. Also da sind nur noch ein paar bei. Und die hier, die kommen jetzt aber alle einzeln rein, weil vielleicht will einer sich sein Set ja auch selber zusammenstellen. Und das ist alles auf der Softsock. Also wie gesagt, einmal, ich habe noch keine Ahnung, wie das quietsche Monster Miss Piggy oder so könnte ich mir vorstellen. Und das hier, also ihr wisst ja, Namen sind immer so eine Sache, aber ihr habt es jetzt vor Augen. Dann, wie gesagt, ganz normal wieder das Nebelgrau. Dann das Petrol. Ich mag die Farbe. Ich verstricke die auch wahnsinnig gerne zusammen irgendwo in einem Tuch. Das sind ja immer 400 Meter, die Softsock. Kuschelig weich. Also da muss ich selber aufpassen, wenn ich jetzt die Merino-Seidenmische habe und die Softsock von der Haptik her. Wahnsinn. Aber ich habe nicht nur die Softsock, sondern ja auch normale Stränge drinne. Weil manch einer mag ja eben halt Sockenwolle, die ein bisschen Haptik nicht so weich, sondern eben halt ein bisschen robuster ist. So, dann habe ich einmal wieder das Salbei gefärbt für euch. Salbei mit Schuss kommt noch, weil da habe ich Auftragsfärbung, die kommen jetzt in der Woche. Dann habe ich noch mal so ein Rosa. So ein richtiges Erdbeer, nee, mehr so, geht mehr so ins Himbeereis, Himbeersorbet, also die ist noch mit drin.
Dann habe ich mal wieder einen richtig schönen blauen Ton. Also kein Nachtblau, sondern eher so ein Saphirblau oder Aquamarin. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das Teil nenne. Und natürlich wieder meine Goldbronzefärbung, die ja auch immer dabei ist, weil ich finde, die Goldbronze, wenn man die so zusammen verstrickt in so einem Set, ja, jetzt kommt natürlich das nicht so gut, aber ich mag diese Farbkombi. Also ich könnte mir Tücher en masse stricken mit diesen drei Farben. Ich mag die so wahnsinnig und das lasse ich aber jetzt nicht als Set, sondern das werde ich, jeder kann sich das so zusammenstellen, weil manch einer hat jetzt auch und denkt sich, wie sieht's denn aus mit Bem zusammen? Sieht doch auch irgendwie irre aus. Hat was. Wenn ich da mir ein Tuch mit drei verschiedenen Farben vorstelle, also, aber das ist ja sowieso eure Sache. Ihr macht ja da eh, was ihr wollt und wie ihr das wollt. Und ist ja auch jedem das, jeder hat ja das Recht, sich seine Kreativität, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. So, ich hoffe, dass ich nicht wieder irgendwo gedanklich schon wieder weiter bin und mitten im Satz aufhöre. Wenn es so ist, tut es mir leid. Aber ich habe immer so viele Sachen, die ich euch erzähle oder erzählen will. Und wenn dann nachher die Kamera aus ist und ich bin dabei, das Video zu bearbeiten, dabei guckt man ja denn, wo musste was einfügen oder so. Ach, das wolltest du ja eigentlich noch, oder das wolltest du noch sagen. So, also das wären jetzt so die Färbungen. Guckt gerne rein in den Shop. Ich bin da auch ein bisschen am Rumbasteln, Spinnenräder und Spinnzubehör. Ich habe gestern gerade die Mail bekommen, also alle, die jetzt Spinnenräder bestellt haben, ab nächste Woche gehen bei Kromskis auch wieder die Preise ein bisschen höher. Weil, ja, bei wem nicht? Ich versuche es immer noch so zu lassen. Ich habe dafür, damit es für euch nicht so teuer ist, klar wurde die Rohwolle angehoben und so weiter. Wenn ich es irgendwo mit nach oben nehmen muss, sei es ein Euro oder so, weil ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, wenn ich meine erste Endabrechnung bekomme, nebenkostenmäßig. Da habe ich ja jetzt erstmal nur meinen monatlichen Abschlag und die Miete und so weiter mit einkalkuliert. Noch ist die nicht angehoben worden. Werden wir sehen, aber ich nehme mal an, zum Jahresanfang werde ich da meine Rechnung bekommen und dann weiß ich, inwieweit ich nochmal neu kalkulieren muss. Zumindestens habe ich das jetzt so hinbekommen, dass ich bis zu vier Strängen oder so die ganze Sache also zum günstigeren Porto wegschicken kann. Nicht mehr Paketporto und man kriegt trotzdem Sendenummer und allem Pipapo und kann nachgucken, wo die ganze Sache geblieben ist. Das habe ich aber im Shop reingeschrieben, dass ab jetzt auch für 3,95 der Versand läuft bei mir. Ja, ein bisschen was wird sich da noch umstrukturieren. Ich habe noch ein paar Bommeln, die will ich noch mit einstellen. Und es ziehen wieder, also Maschenmarkierer habe ich schon wieder drin. Da muss ich mal gucken, welche Nadeln ich wieder neu nachbestellen muss. Was bei euch da so, weil da bin ich eigentlich auch ziemlich abgebrannt. Da muss ich jetzt noch mal eine größere Bestellung machen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, die Färbung, die wandern jetzt, will ich nachher noch Fotos machen, die wandern dann in den Shop. Die Adventskalender habe ich jetzt angefangen mit Versenden. Die ersten sind raus. Stimmt nicht. Die liegen schon da. Mir fehlt nur noch, kriege ich nächste Woche die Anleitung. So, also ich habe sie sozusagen schon fertig. Ich brauche sie dann nur noch zur Post. Oder besser, Post kommt ja zu mir. Ich warte nur noch auf die Anleitung von
der Ines Kollwitz, mit der ich ja zusammen, sie hat ein ganz tolles Tuch für zwei meiner Stränge, die ich im Adventskalender ja drinne habe, hat sie extra ein Tuch entworfen dafür. Und ja, gefällt mir wahnsinnig gut, da könnt ihr euch freuen. Und ich nehme mal an, Ines, das wird vielleicht nicht die letzte Zusammenarbeit sein. Vielleicht können wir da auch mal ein anderes Projekt in Angriff nehmen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also da muss ich bloß noch die Anleitung mit einpacken und dann gehen die raus. Also ich habe ja gesagt, zum 15. verschicke ich. Schaffen wir, hat Ines gesagt. Also das ist wie gesagt fertig, das Tuch. Die Anleitung, da ist sie gerade am Schreiben. Nur noch der Kleinen, ja, Kleinvieh, ihr wisst ja, hält auch auf, aber da gibt es dann, ich nehme mal stark an, Anfang nächster Woche oder so kriege ich die Anleitung. Und dann kann ich die noch mit reinpacken und dann können die ersten schon mal raus. Dann habe ich schon mal das, was ich da so. Das ist ja auch doof, wenn sich das überall stapelt. Und ja, nächstes Jahr mal gucken, wie es sich alles so entwickelt. Werde ich wahrscheinlich noch einen Raum dazu nehmen müssen, weil Lagerkapazität ja doch ein bisschen. Ja, man wollte ja erstmal klein und vernünftig anfangen. Bleibt ja auch klein und vernünftig. Also ich habe keine Ambitionen, ein Großunternehmen zu werden. Ich mache, wie gesagt, alles alleine und wenn ich mal Hilfe brauche, hilft mir mein Mann. Ansonsten das Einzige, wie gesagt, Lagerkapazität. Und da werde ich noch einen Raum mit dazu nehmen. Da brauchen wir dann aber nicht renovieren oder sonst. Das stört ja dann überhaupt keinen und da kommen dann die Regale rein und da kann dann eben, weil ich ja jetzt auch, wie gesagt, Spinnzubehör und so weiter, also da ist ja doch ein bisschen was, was ich vorrätig habe. Die Spinnräder, die werden immer extra angefertigt. Ein paar habe ich da, aber die ich nicht vorrätig habe, beträgt die Lieferzeit halt 2 bis 4 Wochen. Dann kriege ich die ja her und das klappt eigentlich ganz gut. Und nächste Woche kommt übrigens die Lieferung von all denen, die sich jetzt die Spinnräder gekauft haben. Also werde ich nächste Woche auch eure Pakete verschicken. Da wird sich mein DHL-Mensch wieder freuen, wenn ich ihm dann wieder sage, hier, guck mal, ich habe etliche Pakete und große Pakete, aber dann brauche ich die nicht zur Post schleppen. Und das ist das Gute, da kann ich, das erleichtert mir meine Arbeit. So, also meine Färbung, wie gesagt, habt ihr gesehen. Und jetzt habe ich noch, ich habe es getan, Kinder. Ich habe es, ups, ich kippe, ich nehme mir, wenn ich schon mal kippe in Richtung Kaffee, dann hat das ja was zu bedeuten. Ich habe jetzt ein Abo abgeschlossen. Ich bin es leid, immer zu gucken, wann kommt es, wo. Ich fahre wirklich nicht immer regelmäßig nach Frankfurt. Bei uns, bei unserem Edeka gibt es die Zeitung nicht. Die haben da, also ich habe gefragt, ob sie bestellen könnten. Nein, können sie nicht. Okay, habe ich gesagt, dann habt ihr eben halt Pech. Vielleicht wären ja noch andere daran interessiert, ich schlag mal schon gleich die Seite auf. Und die neue Ausgabe kam, wie gesagt, letzte Woche Freitag mit der Post, aber da war das Video schon abgedreht, aber es war schön. Ich konnte mich in aller Ruhe dann am Nachmittag hinsetzen, habe einen anderen Podcast geguckt und habe dann die Zeitung schön durchgeblättert und natürlich gestrickt. Was ich jetzt auch habe, ist dank Madame Tussaud. Janine, hallo, ich grüße dich. Ich habe ja auch, gucke sie ja auch schon länger und habe auch das Storytel, ja, Abo. Also sie hat ja über ihre Internet, also ich werde den Blog, wer sie nicht kennt, müsst da unbedingt reingucken. Sehr, sehr sehenswert. Und sie hat ja da so ein Probeabo
Abo, also man kann ja immer so und so lange probieren, ob was ist, Hörbücher. Da sind aber auch welche E-Books mit bei und auch Strickbücher. Und da habe ich dank dem Link von ihr ein längerfristiges Probeabo sozusagen gehabt. Konnte ausprobieren, nicht nur 2 Wochen oder so, sondern 45 Tage oder so. Also es war schon so. Und ich muss sagen, ich sitze jetzt manchmal unten, wenn ich stricke oder hier oben und höre dann ein Hörbuch dabei. Also finde ich ganz gut und macht mir auch Spaß. Aber Zeitschriften gibt es da noch nicht. Aber wie gesagt, Hörbuch hören ist eine feine Sache und deshalb das Abo und The Knitter sagt selbst, das sind so die Modelle. Den finde ich hammermäßig. Alle haben gesagt, trau dich, mach's einfach. Aber ja, irgendwann mal. Vielleicht setze ich mich wirklich im Winter mal hin. Aber im Moment habe ich wirklich so wahnsinnig viel noch zu erledigen und zu tun. Und ich freue mich schon. Ich werde mir auch wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr so 1 oder 2 Wochen mal Auszeit gönnen. Dann werde ich eine Inventur drüben machen und so, wie es normal ist. Aber dass man einfach mal ein bisschen runterkommt, weil, wie gesagt, jetzt die Zeit doch sehr stressig werden wird. Und hier sind auch tolle Modelle drin. Das ist die Ausgabe. Jetzt kommt die Brille wieder zum Einsatz. 61. Und wie gesagt, wie das gestrickt wird, weiß ich noch nicht, aber das hat mich total an dieses Tatütata, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was die Ines Bohn in ihrem Podcast gezeigt hat. Die hat jetzt, ich habe heute früh mal kurz, aber ich habe keine Zeit gehabt, reingeguckt. Da hat sie so eine wunderschöne Decke in dem Stil gestrickt. Also erstmal werden wieder natürlich Garne vorgestellt. Das machen die ja immer so. Dann gibt es ein paar Artikel, so alles, was rund um die, wo, zum Beispiel nächstes Jahr die Volandia in Köln. Da gibt es einen Artikel dazu. Ja, was haben wir noch? Dann geht's schon los. Dann geht's schon los. Das ist was für euch, die gerne vereilstricken. Stricken. Ein wunderschöner Pullover, wie ich finde, aber von Größe S bis XXL. Das wurde mir gesagt, das findet ihr immer ganz gut, dass ich das so sage. Also, Brustumfang fängt bei 76 an und hört bei 122 auf. Und das ist natürlich dann, wie gesagt, ein sehr schöner Pullover. Natürlich von hinten genauso. Ups. Mit so einem. Sind das Vögelchen? Ich glaube ja. Ich würde es jedenfalls als Vogel. Aber es kann ja auch sein. Buchvorstellung. Die meisten Bücher davon habe ich die? Ja, eins habe ich nicht. Eins davon habe ich nicht. Die anderen habe ich alle. Also das hier nicht. Aber das ist ja sowieso so ein. Skandinavische Designs sind ja echt im Mode ohne Ende. Dann für wieder mal was in Teilen. So ein Strukturpullover. Wer sowas mag. Ja, man kann es ja ohne Gürtel tragen. Man muss es ja nicht mit Gürtel tragen. Geht auch wieder los bei Brustumfang 81, also bei einer Darmgröße 36. Und der Pullover geht wirklich bis zur 66. Bis Brustumfang 157.
Also wirklich mal ein richtig schöner großer Pullover. Dann ist ein Artikel drinne über James McIntosh. Ihr kennt den vielleicht, ich habe noch nicht gelesen. Aber die Garne kenne ich, McIntosh. Ich nehme mal an, dass der das sein wird. Ich habe keine Ahnung. Cardigan North Lane. Der gefällt mir auch. Und den dann in so einem schönen Rot. Das wär's. Aber das Rot, was ich da auf der Sechsfach habe, kann ich dann auch in den, auf den anderen Qualitäten. Also wer das gerne haben will, schreibt mich an. Der sieht doch auch gut aus. Und so sieht er hinten ein bisschen länger, vorne ein bisschen kürzer. Geht bis XXL, also von der S81 Umfang bis 127 Umfang. Auch sehr schön. Der Pullover, den finde ich auch ganz, der hat irgendwas. Das ist so ein mit so einem Alpaka 100 Meter, 100 Gramm, also ein dicker Pullover. Und der hat hier so eine, seht ihr, am Ärmel so ein bisschen was. Ein Highlight, ein Hingucker am Ärmel. Und der fängt auch bei der S mit 82 an und hört aber auf bei 131 bei 3XL. Und das ist das, was ich meinte, der Hingucker, den hast du unten. Und den hast du an den Ärmeln halt. Und das ist ein Raglan, glaube ich. Schnitt. Sieht jedenfalls so aus. Dann kommt eine Di Caro Collection. Ich meine, ich finde, die Strickjacke hat auch was. Also sieht erstmal von der Farbkombi sehr gut aus. Aber ich glaube, das wäre nicht so meins, was ich so stricken könnte, würde. Da interessiert mich der Schnitt. Ich würde das nicht so stricken, aber so einen Mantel finde ich auch mal ganz schön. So einen gestrickten. Der geht bis 2XL, bis 127, fängt bei S bei 81 an. Und der wird auch aus dickeren Garn von den West Yorkshire Spinners. 140 Meter auf 100 Gramm. Ein Kurzmantel, also ein bisschen. Der Schnitt interessiert mich. Ich muss den ja nicht mit Karos stricken. Man kann ihn ja auch normal stricken. Aber irgendwo, dann hat man mal so eine richtig schöne. Deshalb lohnt sich so eine Zeitung auch. Man kann das ja alles abwandeln. Aber ich finde so einen Mantel, dann hat man mal so ein Konstrukt, was man dann eben halt für mehrere Sachen machen kann. Okay, das ist jetzt so ein Cardigan. Der wäre nun überhaupt nicht meins. Aber die Geschmäcker sind, wie gesagt, verschieden. Ist für jeden was dabei. Der geht auch bis 3XL bis zur 147 Brustumfang und fängt bei S bei 81 an. Ja, und dann haben wir noch einen Schal. Das zeige ich euch das mal so. Also es ist jetzt, scheint jetzt so dieses Karo-Muster sehr im Trend zu sein. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Denn jetzt kommt nochmal die Strickjacke. Hier ist mal ein Bild von mit der Strickjacke von hinten. Das fängt gleich so nämlich an. Ich meine, sieht natürlich nicht schlecht aus. Also muss ich schon sagen. Ja, bequem, oversizig, geht aber bis 2XL
obwohl da der Brustumfang bis 172 geht. Also das ist, wenn ich euch das hier oben mal so zeige, das ist mehr boxy, seht ihr? Das hängt wirklich so, erinnert mich sehr an Jorge Locatelli. Aber wie gesagt, das wäre mir alles, ja, zu viel Fäden und naja. Verkürzte Reihen mit Doppelmasche ist ein Kos drin, wie man das macht. Dann haben wir ein Tuch drin mit so einem verspielten Noppenmuster, so Art Blüten oder Kirschen, einmal in der Mitte und dann an der Seite. Man kann das natürlich auch so sich umbinden. Ne? Man muss es ja nicht als so umhaben. Was haben wir noch? Eine Wickeljacke. Etwas für schmale Persönchen. Obwohl sie bis zur 54 geht. Aber naja, Wickelmaschen. Also bis ist nicht so meins. Ein Faible für Fasern und Farben. Wen haben wir hier? Aus Neuseeland. Mit Garnen aus Neuseeland startete Claudia Finlay 2009 ihr Label Lanamania. Lanamania. Okay. Und da ist nämlich von ihr der Pullover. Und den Kinder, irgendwann in der stillen Stunde, ich besorge mir die Garne und ich stricke in meinem Kämmerlein. Und wenn er fertig ist, dann werde ich euch überraschen. Ich finde den so toll. Und das ist so ein, eigentlich hast du nur hier unten so ein bisschen Muster. Also das ist so ähnlich wie beim Zweig. Sowas habe ich ja schon mal gestrickt. Hier oben auch. Naja, und das wird man eventuell auch hinkriegen. Der geht bis zur XL, XXL, fängt bei der S an. Und es ist natürlich so ein Cealana, heißt die Wolle. 80 Merino, 20 Fuchs, Kussu-Faser. Keine Ahnung, 100 Meter auf 50 Gramm. Also 200 Meter auf 100 Gramm. Das ist ein Tattoo von den Maori, Neuseeländer. Aber der ist doch hübsch, oder? Ich finde den wirklich, der gefällt mir. Auch hier nochmal ein Bild von hinten. Und da sind wir schon fast durch. Dann kommt noch eine Männerstrickjacke. Socken, ach so, Socken sind auch noch drin, ist ja immer drin, der Sockentartegara. Ja, muss man mal sich mit befassen, ist mal was anderes an Socken stricken. Und die, wie gesagt, die Männerjacke wird mit einem echt dicken Garn gestrickt. Ist für mich nur wichtig, dass man da mal so eine Vergleichsgröße hat. Von der Größe 48,50 bei Herren bis 60,62. Brustumfang bei Herren 92 bis 127. Wird hier gestrickt aus Alpaka und Poli. Lauflänge 80 Meter auf 100 Gramm. Also ein richtiges Aran. Das ist schon, ja. Wurde schon fast, ja. Hier ist nochmal ein Bild. Ich meine, okay, der Mann sieht auch nicht schlecht aus. Ist mal ein schönes Model. Und was haben wir dann noch? Dann haben wir bloß noch, wer ist umgezogen? Wolldepot aus Radebeul. Sind umgezogen, haben einen neuen Laden wahrscheinlich hier, sitzen sie und stricken. Freut
frisch umgezogen. Also wer unten in der Ecke Radebeul Dresden ist, der kann da mal vorbeischauen. Da ist nämlich ein Begriff, wollte ich schon sagen, ein Bericht drin. Und hier, so wie es aussieht, freitags gibt es ein Stricktreff für Ü50-Kunden. Die Aufteilung in Altersgruppen hat sich aus Corona-Regeln entwickelt. Seitdem, also es gibt, wie gesagt, donnerstags sind die Rentner und unter 50, die Jüngeren treffen sich freitags und donnerstags halt die Älteren, ja. Und dann ist nur noch drinne der Ausblick auf das nächste. Die kommt dann, bei mir kommt sie ja dann in den Briefkasten. In 2 Monaten, am 4. Januar. Und das ist so der Ausblick. Darum geht es dann im nächsten. Auch wieder sehr schön. Strickjacken, 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 Pullover, Strickjacken, Strickjacken. Raglan Unisex Jacke, die sieht sehr schön aus, da freue ich mich schon drauf. Und Verzopft und Vereil und Raglan Workshop, dekorativer Maschenanschlag von den Kanalinseln. Lassen wir uns da mal überraschen, was das ist, was nächstes Mal drin ist. Moderne Norweger Fäustlinge sind drin, also wieder ein bisschen was zum Probieren. Und ja. Und dann gibt es hier noch so eine Initiative, Handarbeit, strick dich warm, modische Inspiration, kostenlose Anleitung für den Winter. Die Initiative www.initiativehandarbeit.de. Warm-up, diese kostenlosen Muster, der Pullover, die Stulpen, Strümpfe, kann man sich da runterladen, wer da Interesse hat, sich die Anleitungen runterzuholen. Der Pullover ist mal was anderes, sieht nicht schlecht aus. Ja, das ist Senita und sie kommt jetzt erstmal für ein Jahr frei Haus. Und ich glaube, ich abbestellen. Nö, warum? So, jetzt haben wir eigentlich alles. Ich habe alles gezeigt. Ich sehe zwar, dass ich da unten noch ein paar Socken angestrickt habe, aber das lohnt sich nicht zu zeigen. Da haben wir nämlich letzte Woche Samstag, es darf ja mal bloß eine Person ins Krankenhaus als Besucher, habe ich zu meinem Mann gesagt, weil er seinen Bruder besucht hat, geh du rein, ich sitze draußen. Und da habe ich nämlich aber nur ein kleines Stück Socken angestrickt. Nichts Weltbewegendes. Das Einzige, was weltbewegend daran ist, ist West Yorkshire Spinners. Ich habe doch, das habe ich, glaube ich, im Weihnachtspaket oder Advents. Ich glaube, es war letztes Jahr zu Weihnachten. Und das ist die Weihnachtsfärbung. Da ist auch Bling Bling mit bei. Die stricke ich dann so nebenbei, dass ich mal wieder ein paar Weihnachtssocken habe. Ja, das war's. Jetzt bin ich schon wieder durch. Kann die Brille wieder nach oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich kann nur noch sagen, heute ist wieder bei uns Stricktreff. Also ich freue mich schon auf die Damen. Wettermäßig haben wir jetzt, der goldene Oktober ist vorbei und ja, wir sind jetzt im Herbst angekommen. Das bunte Laub ist auch Gott sei Dank, also Birne ist jetzt alles runter, Kirsche, Süßkirsche haben wir noch. Wir haben so zwei Bäume, einen zeitigen und einen späten. Der späte hat noch viel Laub drauf, das heißt, ich habe noch mindestens 1-2 Wochen alle 2 Tage zu tun und das Laub zu halten. Naja, und ansonsten machen wir es uns jetzt drinnen gemütlich und freuen uns auf die Zeit, die für mich noch ein klein bisschen Stress bedeutet, aber danach umso schöner, hat man wieder ein bisschen was geschafft und Leute glücklich gemacht. Und das ist für mich ja die Hauptsache. Da freue ich mich immer wahnsinnig drüber. So, ja.
wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, mein Gesabbel hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin, Tschüssikowski, eure Kiwi. Macht's gut.